Guten Morgen. Heute mal wieder ein kurzes Video. Warte, ich hab das Funksignal. Zack. Drin und fertig. Putzen wie immer jeden Morgen. Also, bin seit 7 Uhr in der Wohnung schon beschäftigt, habe die Küche rausgerissen und jo. Und jetzt ist es gleich 9 Uhr und jetzt bin ich hier im Laden. Jetzt zeige ich euch kurz noch meine Küche. Hier und einmal hier und schön die Kabel zurück gezogen. Die durchgeschliffenen Steckdosen von hier nach drüben, nach oben, nach unten. Das ist ja alles schlimm. Das kommt noch raus. Das kommt noch raus. Und das kommt noch raus. Alles rausgekarrt. Ja, dann sind wir glücklich. Erstmal. Im Bereich hier war Tapete soweit komplett, also auch die Reste ab. Von der Wand oben, die müssen wir noch hinterm Ofen machen. Von der Wand. Und bei der Wand sind wir bis hier. Wie gesagt, Elektrik raus, die alte. Das glaubt ja mir kein Mensch. Das sind die guten Stoffummantelten. So haben sie an der Wand gesteckt. Mit Tesafilm. Professionell isoliert. So was muss natürlich raus, das ist nicht mehr statthaft. Da oben in der Decke lassen wir ihn als Einzel drin. Ist noch mit Papier umwickelt, Stoff ummantelt. Da hängt meine Lupine an der Decke. Die macht richtig Licht. Das ist mein Baustrahler. Lupine Betty als Baustrahler. Was ist das? Oh Mann. Sattelmontage, weil defekt. Was für ein Schwachsinn. Alles nur noch mit Silikon zu kleben, ey.
Das war's. Und hier ist Asche. Und hier nichts. So, geht doch. Und jetzt? Warten wir. So, ich habe die Schnauze voll. Mir rutscht dauernd die Hose. Jetzt zeige ich euch, wie man mit wenig Geld einen Gürtel bastelt. Man braucht Material und zwar nehme man... Machen wir jetzt mal die Taschen leer. Und nehme man einen Fahrradschlauch. Zufall, ich habe hier gerade ihn. Der wird geschnitten und zwar hier. So hier. Ein bisschen Abstand. Der länger. Dann zieht man das, legt das hier drum und dann drüber. Und piekst dann mit der Schere hier oben ins Ventil. Dann hier drüber. Teil 1. Teil 1 beendet. Jetzt kommt eine Sicherungsmutter. Hier ruf. Ja. Mit Unterlegscheibe. Unterlegscheibe, Sicherungsmutter, ich bin stolz. Wo sieht das aus bis jetzt? Jetzt fehle ich das durch oder beziehungsweise bestimme meinen Body Mass Index. Fett, fetter, fettest. Mit ein bisschen straff ziehen. Hier drüber ziehen. So, jetzt haben wir die ungefähre Länge für das. Loch und machen im Abstand von 5 cm oder so hier noch ein Loch. Ich hole mal eine Zange. Siehe da, ich habe so etwas. So, geht los.
Mal nicht funktioniert der gut. Das ist ja eine traumhafte Qualität dieser Zange. Also ich bin ja so stolz, sowas von. Ich kann mein Glück kaum in Worte kleiden. Man muss also noch mal draufhauen. Das wusste ich ja nicht. Das stand das ja nicht in der Bedienungsanleitung. Na, könntest du auch mit dem Locheisen machen. Das ist natürlich auch viel geiler eigentlich. Mit einem Locheisen, kennt das jemand noch von euch? Bestimmt. So, jetzt haben wir einen Gürtel. Ja, frei. Ich brauche noch ein bisschen länger für den Gürtel. Also schneiden wir den hier noch mal ab, und zwar wie man den Gürtel halt so schneidet. Zack, habt ihr das falsche Ende? Nee, wart nicht. Traumhaft, mein Gürtel aus einem Fahrradschlauch. Recycling lebt vom Mitmachen. If you want, yes. Yes. How long you need the bike? I guess 3 hours. Not only for today. Yeah, for today, because for today. I'm returning back to Poznan this evening. No, it's okay. You can return if you want. There is it's not true. It's a myth that in Berlin nobody locks bikes in it, because as I walk along the. And on the street, all bikes are locked. All bikes are locked, yeah. Yeah, sure. But there is like prejudice that in Berlin nobody locks bikes. Hey, why? But that's a joke, eh? Yeah, that's a good old Polish joke. Polish joke? You meine Frau. Sag, zieh mich unten aus. Jetzt sieht's los. Ist ja soweit. Kannst du 5 Minuten nachkommen? Hechtsprung. Oh Mann, ey. Spaß in so lange die Kleine für die 3 Minuten. Ah, ja. 3 Minuten wird es nicht dauern. Jetzt lange her, das letzte Mal. Die meint, ist ein Damenrad, die fällt ihm ja nicht. Er gibt mir auch 20 Euro, um ein besseres Rad zu kriegen. Wahnsinn, ey, die sind echt drauf. Ich baue mir einen Gürtel jetzt an. Gürtel ist fertig. Ich habe jetzt einen Gürtel mir gebaut wieder. Das ist schon mal, das ist überall hängen geblieben mit deinem. Mit dem Schnibri vorne. Ja. Ich mache ja eine. Hä, wo ist denn? Ein Gürtel aus dem Fahrradschlauch? Da ist sogar Talkum drin. Da rutscht mir die Hose nicht mehr. Das ist echt schlimm. Das wenige Essen hier. So, verschlossen haben wir das. Das wird übereinander gelappt hier. Gürtelschott. Unterlagscheibe, dass der fette Bauch auch mal richtig verwahrt. Richtig sicher, kann er nicht mehr runterrutschen und mir die Hose runterdrücken. Dann wird verschräubt. Und dann kann man sich modisch zur Tagesfarbe
zur Tagesstimmung immer noch ein Käppchen aussuchen. Entweder schwarz oder gelb. Mal aufmachen. Irgendwas muss man darauf machen. So, fertig. Fertig ist der Gürtel. Und die Hose rutscht nicht mehr. Ich bin stolz auf mich und stolz auf alle. Jetzt sehe ich hoch. Da hoch. So, Wolfgang, pass auf und ich gehe rinnen wieder. So machen wir das. So. Oh. Da bist du. Sekunde mal. Sekunde mal? Ja, gut, das stimmt. Ja, meine, das stimmt. Ich dachte, meine geht nicht. Ich dachte, meine Batterie ist alle. Ja, gut. Alles gut? Ja, gut. Ich gucke jetzt mein Holz mal gucken. Ja? Ja, hier mal dein Holz gucken. Ciao, ciao. Wolfgang geht sein Holz gucken. Eieiei. Ich stelle meinen Kakao dahin. Ich kümmere mich jetzt erstmal um diesen Schrank hier. Der muss ich jetzt weg. Ja, so sieht's aus. Das war's. Flur. Wunderbar. Ich freue mich. Bis gleich. Lieferung. Kommt. Quietschende Reifen. Ein Auto hält. Lieferung. Dann schauen wir mal, aber die. Schauen wir mal, was. Piepser bringt. Ne? Bis gleich. Ich bin enttäuscht. Der Fahrer hatte das Fahrrad nicht dabei für die Kunden. Das ärgert mich so. Jetzt haben sie eine andere Filiale und nicht rausgeschickt, weil, naja, also. Wir wissen ja gar nicht, ob sie es bezahlen. Dann auch. Und was für ein Scheiß, wissen nicht, ob sie es bezahlen. Ich bezahle immer. Ist noch nie irgendwas vorgekommen. Ja. Das ist in einer anderen Filiale, die kennen mich halt nicht. Das ist das Problem. Die wissen dann immer nicht, ob die Kunden von anderen Filialen, wie das Zahlungsverhalten ist. Dann müssen sie erst ein Zahlungsverhalten bei Barzahlung irgendwie offensichtlich bei der anderen Filiale, wo ich Kunde bin, einfordern oder anfordern, anfragen mal kurz und dann schicken sie erst das raus. Jetzt haben sie es rausgeschickt. Kommt trotzdem erst nächste Woche. Oh, es ist ärgerlich. Also ist es. Dafür habe ich jetzt hier so ein Highspeed gesehen. So viel. Boah.
nervig auf Dauer. Montage, Demontage, was? Immer. Gut, haben wir jetzt noch abschrauben und dann ist Feierabend bei dem Rad.
einfach sit. Und bis dann, bis später. Jo, na, was für ein Schnulli, es regnet wieder. Tschüft. Ich wollte jetzt die Bank nachschrauben draußen. Hab aber auch immer Ideen im richtigen Moment. Naja, so ist es. Das sieht so gut aus. Es ist hier gerade, da wünschte ich mir einen Grund. Ja, kannst du dir die Eier lecken? Ja, so ist es. So, was haben wir jetzt? Ein Auftrag. Regen hat aufgehört. Hinterreifen platt mit Anti-Platt-Füller. Bremsbeläge brauchen neue. Vorne und hinten. Und das war's. So. Machen wir. Thorsten ist gerade da. Oh. Keine Leistung mehr. Oh, das ist ein Ecke, oder? Ich habe noch Mittel zum Ofen, falls du noch Hunger hast, ja? Essen, essen, endlich essen. Ist draußen gerade gekommen, gerade eben die Sekunde. Es gibt doch nichts bei einer Fertigpizza. Scheißegal. Ja. Ich hab nur Hunger. Ich auch.
Guck mal, was ich gemacht habe. Ich hab die zusammengeklappt, hoffe ich ein bisschen, und dann ist es hier, boah. Warte, warte. So, das Fahrrad zurückgebracht, weil das ist ihm doch zu fraulich. Ja. Jetzt eigentlich auch das erste Mal, ne? Mhm. Hat man schon mal mit so einem Inder. Aber da war das wegen der Kasten, wegen dem Kastensystem. Weil hier sind es ja den untere Kaste, weil sich keine Handrad leisten können. Gut, aber das ist jetzt nicht die Regel oder häufig oder so. Das zweite Mal war das jetzt. Das kommt vor. Ab und zu habe ich so Leute wie, hast du ein Handrad, so ja, Macho, die Macho. Ja, aber dann ist das kein Problem. Ich bin mal mit zu nehmen. Mhm. Ein anderer raus, ist ja fertig. Ein anderer muss da rausnehmen, ist ja fertig. Nee, ich habe die ja gar nicht alle reingemacht. Ich habe erstmal drei gemacht. Auf jeden Fall habe ich den Papierkorb vom Schreibtisch auch in eine Kiste gepackt. Hm, aber alle Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt sofort brauchen. Ein Schlüssel. Fehlt. Total irre. Guckt ihr euch an? Vom Papierkorb sagt ihr, ein Schlüssel liegt hier. Fehlt doch von dem Ladenschlüssel aus. Nee, im Spätkorb. Der wurde abgegeben. Von. Ewig schon her. Ah. Wie schön sie so da. Wo jetzt abgeht. Ach so. Ich habe Gott sei Dank noch das andere Schloss hier als letztes Schloss hier hin. Das sind alles einzelne, wa? So die Schlüssel wechseln. Ach echt? Das ist witzig. Scheiße. Das ist wieder kompliziert. Schade. Die Leute, ey. Ich war ja offen. Der hätte es ja hier bringen können. Kann du nicht. Ja. Schnell pumpen und dann esse ich erstmal die Pizza. Hä? Oh, ja, Mann. Fertig. Zumindest damit. Jetzt kommt Bremsbelag dran. Ja. Erstmal gibt's Pizza. Boah. Neben dir noch hineinfahren. Du kannst gut Fahrrad fahren. Ja, aber ich musste ganz leicht bei meinem Vater, weil ein zweiter Fahrrad auf mich zukommt. Oh, und dann hast du aufgepasst ein bisschen, ne? Ja, ich will ein bisschen schneller fahren. Noch schneller als das zweite Fahrrad. Ist ja nicht schlecht. Wo ist das? Zeig mal. Also. Hallo. Hä? Wo lang? Also.
da lang gekommen. Oh. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oh, weißt du nicht, wie der heißt? Geht's? Geht. Geht's? Wir noch mal eure schöne Luft hier. Ja, mach mal. Das ist die beste Luft in der Straße. Ja. Jo. Helm, Lumi, Helm. Nein. Doch, muss. Ist wirklich, muss. Nee, muss. Du musst den Helm anziehen. Du machst immer so einen Witz. So locker anziehen, Kleine. Ich muss in meine Busse reinpacken. So, das ist okay. Das ist okay, nicht schon umspucken. Das ist wirklich okay. Ja. So, dann los. Da, da, da. Da, da, da. Nicht gemacht? Ich war ganz lange ins Wasser, dann ist die Kacke weggegangen. Dann hast du mit den Händen nachgewischt? Nein! Na, das ist gut, das macht man nämlich nicht. Ja, mit Kacke Hände abwaschen, damit er meine Hand rot. Rot? War Blut in der Kacke? Oh, wei, wei, wei. Na gut. Okay, na schön, die Kacke-Geschichte auch noch. Wunderbar, willst du noch weiterfahren? Wenn du weiterfahren willst, musst du einen Helm tragen. Okay? Ja, ich will weiterfahren. Du willst nicht weiterfahren. Okay. Packe ich das wieder runter, ja? Ja. Okay. Nice. Wir unten einen Sand. Okay. Guck mal, der. Der macht auch Probefahrt jetzt. Suspension, ja, ja, Federung. Das ist gut. Der hat hier Federung. Gänge, ja, ja. Ist gut. Muss so eine Narbe rein. Oh, bequem. Jahre alt.
Männer haben einen Hampelmann, da lutschen die Mädchen immer gern unten dran. An den Hampelmann hier unten. Nein, das ist Müll. Das Müll. Das ist okay. Das ist okay. Das kommt ab, ab. Ja, ja. Was ist denn jetzt hier? Für einen Kleiderhaken. So, ein Kinderrad. Das ist ein Kinderrad. Im Keller. Aber könnte man fast meinen, im gleichen Haus. Ja. Schläfst du da auch? Auch das nicht im Keller, sondern im gleichen in Haus. In der Wohnung. Wir wohnen nur hier im Erdgeschoss. Ja, genau, ganz außen. Ja, wir haben ja vorhin den Laden auch gemacht, Dion. Okay. Und wohnen auch drüber. Ja. Über der Arztpraxis. Na, das ist vernünftig. Ja, sonst hätten wir, glaube ich, den Laden nicht. Vor die Füße. Mami, wir wollten noch was Süßes. Ja, wir essen erstmal was Richtiges und dann draußen was Süßes. Ich hab doch Croissant gegessen schon. Aber es ist vorbei. Ist süß, ja, ist vorbei, das zählt nicht mehr. Das ist schon weg. Das kennen wir sowas. Ciao, ciao. Aber wir doch noch Fahrrad fahren. Dann setzt ihr den auf. Setz dich auf erst, genau, und dann den Helm. Den Helm. Ja, was ist das? Naja, ich mach mal weiter. So, meine Kinder wollen schon abhauen. Das geht natürlich nicht. Ich sage jetzt hier auf alle Fälle alle Tüte. Bis morgen. Morgen sehen wir uns wieder. Stimmt's? Morgen sehen wir uns wieder. Ja. Nur wenn wir hingucken, natürlich. Aber wir sind doch nicht hier im Keller. Ja, hier im Keller. Müssen wir natürlich nicht, ist natürlich Quatsch. Ich sage ja nur zu den Zuschauern, auf Wiedersehen und gute Nacht. So, denn ich mache den Stream jetzt aus. 21 Uhr. Aber ich bin natürlich noch eine Weile hier. Wir bleiben auch hier. Ihr bleibt auch mit mir kurz hier noch. Ja. Im Dunkeln. Denn nein, wir machen keine Party. Wir machen arbeiten. Also bis morgen.